Das ist eine super Hypergranatenidee. Was? Wir machen uns ein Mädchen, wie andere sich Streichholzpiratenkinder machen. Wyatt und Gary haben einen nicht alltäglichen Plan. Ich würde dir Obermänner geben, so groß wie Schiffstruhen. Der Weg vom Traum zur Wirklichkeit ist zuweilen recht dornenreich. Und als sie dann da ist, macht sie einen umwerfenden Eindruck. Sie lebt! Sie lebt! Was würdet ihr kleinen Verrückten denn gerne als erstes tun? Sie ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Lisa, der helle Wahnsinn. Wer ein Partylöwe sein will, der muss als erstes lernen, im Dschungel zu leben. Nee, also ehrlich. Zu heiße Nummer. Aber es wird noch wesentlich heißer werden. Dies eine Mal kannst du mir vertrauen. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es total irre ist. Und das ist zart untertrieben. Denn jetzt fängt die Kiste erst richtig an zu kochen. Und manch einer weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ganz sicher verändert es dein Sexualleben. Selbst die Jahreszeiten wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Willst du damit sagen, Schneetreiben im Schlafzimmer ist was Normales? Wenn's nicht so irre wäre, könnte man's fast glauben. Ich will endlich wissen, was hier los ist. Selbst die Gäste haben sich verändert. Hallo, Kumpels. Und aus zwei Original-Schlaffmännern werden zwei knackige, uns gehört die Welttypen. Ihr Jungs wart ja so gut. Universal Pictures zeigen einen Film von John Hughes. Lisa, der helle Wahnsinn. Das meiste ist rein sexuell.